Wir sind in Szombathely, in Westungarn, für die deutsche Leute. Szombathely ist eine Bischofsstadt und wir sind momentan im Bischofpalast in Szombathely. Ich bin in diesem Haus der Helfer von Bischof von Szombathely, Generalvikar bin ich hier. Unsere Familie stammt von Szombathely. Die Brenner sind in Szombathely bekannt. Mein Großvater war in Szombathely Bürgermeister gewesen, im Jahr 19 gestorben. Ich habe ihn nicht gekannt. Die Großeltern hatten 10 Kinder gehabt und Vater war das zehnte Kind von ihren Eltern. Und mein Vater war ein sehr religiöser Junge und Großmutter wollte immer, dass Vater Priester wäre. Also mein Vater wollte das nicht und hat geheiratet hier in Szombathely. Und meine Eltern hatten 3 Söhne gehabt. Wir waren die 3 Söhne und alle 3 Söhne sind Priester geworden. Ich sage immer, die Großmutter hat gut gebetet. Meine zwei Brüder waren auch, sie waren Zisterzienser gewesen, aber im Jahre 50 hat man die Orden in Ungarn aufgelöst und so sind sie zu den Diözesen gekommen, der ältere Bruder von Diözese Győr und wir beide zu Diözese Szombathely. Und im Jahre 52 hat man aufgelöst die Seminaren und so ist es gekommen, dass wir in Győr alle 3 Brüder in Győr im Seminar waren. In jedem zweiten Jahrgang war ein Brenner gewesen. Und in jedem zweiten Jahr war eine Primiz bei unserer Familie. Ganz sicher waren beide Brüder, der Ältere auch, sehr begabt gewesen. Und in der Schule haben sie sehr gute Ergebnisse gehabt. Die ganze Familie war froh. Mein Bruder war auch sehr eine frohe Natur gehabt. Und auch die Familie war eine witzige, frohe Familie. Glückliche Familie können wir auch sagen, aber die schwierigen Zeiten haben wir überlebt. Den Krieg. Und dann sind wir nach Österreich geflüchtet in 1945. Nachher war der Kommunismus und könnten wir religiös nicht so tätig sein wie früher. Mein Vater arbeitete hier beim Komitat, das sagt man beim Kreis, Komitat, bei Angestellte. Und man hat ihm immer gesagt, er ist reaktionär. Er besuchte hier die bischöfliche Schule, Grundschule in Szombathely. Und damals haben sie diese Geschichte von Tarsitius. Tarsitius war ein Jugendlicher in Rom gewesen und nach der Messe von den Katakomben, das Eucharistie zu einem
kranken oder alten Mann geholt und unterwegs hat man Tarsicius getötet. Und mein Bruder wollte sehr krampfhaft Tarsicius sein in dieser Aufführung. Und er war Tarsicius gewesen. Davon habe ich später erfahren. Wissen Sie noch, wie alt er damals ungefähr war? Das war in der dritten Grundschule. Mhm. Ungefähr 10 Jahre alt. Ich bin nachher in die Schule gegangen, aber die Familie war in Pécs, in Fünfkirchen, in Südungarn, übersiedelt. Mein Vater musste dorthin gehen und die Familie ist nach Pécs gegangen und dort haben wir mit den Zisterzienser Kontakt gehabt. Mhm. Darum waren die Brüder Zisterzienser gewesen, mhm, dort im Zisterzienser Gymnasium. Und 1946 sind wir endgültig nach Szombathely zurückgekommen. Mhm. Und in Szombathely hat Ihr Bruder dann auch das Gymnasium besucht? Ja, in Premonstratenser, ja. Gymnasium, das liegt nebenan, hier, mhm, in dieser Straße. Mhm. Dort sind wir weiter, alle drei weiter studiert. Und im Jahre 1948 hat man diese Ordensschulen verstaatlicht. Mhm. Bruder ist nach Sirtz gekommen, mhm, nach der Verstaatlichung. Ein Jahr hat er in verstaatliche Gymnasium und dann nach Sirtz gegangen, dort auch Matura gemacht. Das war auch nicht anerkannt. Und dann hat man im Jahre 50 aufgelöst, in Sirtz und alle Orden, und ist er nach Budapest gegangen, zu der Theologischen Hochschule. Und dort war ein Jahr lang. Die war vom Staat geduldet, diese Hochschule? Geduldet nicht, das wussten sie nicht. Und auch darum, geheim? Dann ist er nach Szombathely, mhm, gekommen. Der Bischof, Altbischof Kovács hat aufgenommen, mhm, in der Szombathely-Diözese. Und nach einem Jahr hat man fast alle Theologiestudenten, die zum Orden gehört haben, ausgeworfen. Ja. Janosch nicht, weil man wusste nicht, dass er von Sivs gekommen ist, weil er von Budapest gekommen ist nach Szombathely. Und so am nächsten Jahr müssten wir nach Győr gehen, zum Seminar. Ja, wie ging es weiter im Leben Ihres Bruders in Győr? Na, dann im Jahre 55 hat der Bischof ihn geweiht in Szombathely, in der Kathedrale. Das war der zweite Primiz in unserer Familie. Dann ist er nach St. Gotthard versetzt. Das ist ein Kreis von St. Gotthard. Rabokatei. Dort hat er begonnen. Dort haben sie mit den Jugendlichen sehr viel zu tun gehabt, die jugendlichen Gruppen. Dann waren in Ungarn diese Jugendgruppen nicht geduldet. Und sie haben mit den Jugendlichen sehr viel beschäftigt. Und das war seine Sünde gewesen. Das ist die Sünde von seinem Pfarrer gewesen. Haben Sie in dieser Zeit, als er dort Kaplan wurde, mit ihm Kontakt gehabt und irgendwie gewusst, wie es ihm dort geht, wie er sich in diesem Dörfchen fühlt? Einmal war ich bei ihm gewesen. Das war Grenzzone, mhm, gewesen. Das, mhm, war dicht an der österreichischen, mhm, Grenze, ja. St. Gotthard. Könnte man nur mit einer Genehmigung, eine, mhm, besondere Genehmigung, mhm, dorthin reisen und fahren. Und einmal habe ich das bekommen.
Im nächsten Jahr, im zweiten Jahr, habe ich das nicht bekommen. Nicht mehr bekommen. Und einmal habe ich gesehen, was er dort, wie er dort gewirkt hat. Er hatte damals ein kleines Motorrad gekauft. Damals war das sehr selten gewesen. Er könnte das kaufen und waren vier Filialen, gehörten zu dieser Pfarre. Und er hat zu den Filialen mit diesem Motorrad ausgefahren. Und vor seinem Tod, das haben wir auch später erfahren, von Wald sind Leute rausgekommen und große Holzstücke von dem Motorrad geworfen. Aber er könnte flüchten. Das ist ein Vorzeichen davon. Ja. Und er hat das auch verstanden als Drohung? Er wusste das, er verstanden. Wusste. Und dann wusste davon der Bischof auch. Und der Bischof hat meinen Bruder hierher gerufen. Und er hat gefragt, ob er nicht in eine andere Pfarre gehen wollte. Und der Bruder hat gesagt, nein, ich fürchte mich nicht, ich bleibe. Ich habe noch hier viel Arbeit mit den Jugendlichen und ich bleibe. Und der Bischof hat gesagt, na gut, dann kannst du bleiben. Aber die Leute von dem Staat, damals war ein Kirchenministerium in Ungarn und der Mann vom Kirchenministerium sitzt hier im Bischofpalast. Und er hat zum Bischof gesagt, sie werden das sehen, was wird kommen. Das heißt, selbst der Bischof war umgeben von solchen Leuten? Ja. Die Stempel von dem Ordinariat und alles ging gegen durch diesen Leuten. Mhm. Alle Schriften und alle Briefe gehen durch diese Leute. Sie wussten alles. Alles. Von Priestern, wo alles wussten. Und der Bischof musste Genehmigung haben, wenn er versetzt hat in den Priester. Ich könnte nicht in einer Stadt sein oder in einer Kreisstadt oder im Seminar arbeiten. Davon musste man eine besondere Genehmigung von dem Staat haben, vom Ministerium. Und wenn wir jetzt uns dem 15. Dezember nähern? Ja, 15. Dezember war ein Sonntag gewesen. Mhm. Am 14. war ein Samstag. Ja. Und dann ist der Herr Pfarrer nach dem Filiale ausgefahren. Ich habe es schon erwähnt, das ist Farkas, vor 10 Kilometern von St. Gotthard. Und dort hat die Beichte angenommen vor Weihnachten. Mhm. Und mein Bruder ist alleine in dem Pfarrhof geblieben. Er hat sich vorbereitet auf die Predigt, von Sonntagspredigt, hat das geschrieben, ganz genau. Das haben wir auch noch. Haben Sie noch? Das haben wir, das hat er nie gepredigt, gesprochen. Und dann hat er in Ruhe im Bett gelegen und um Mitternacht hat man auf dem Pfarrhof geklopft. Es war ein 17-jähriger Jugendlicher und er hat gesagt, mein Onkel ist sehr krank, kommen Sie ihn zu versehen. Aber hat Ihr Bruder diesen Jugendlichen nicht gekannt? Gekannt schon, gekannt. Er war gar nicht Ministrant oder so, aber schon bekannt. Er hat mehrmals gesessen, als Jugendliche gesessen. Wissen Sie, was meine ich? Ich verstehe. Ja? Das heißt, Sie meinen, von vornherein war der junge Mann eher als Spion, wenn man so sagen kann, dabei? Nicht nur Spionen, sondern hat Raube und solche Sachen gemacht. Mhm. Und mein Bruder
kannte ihn. Mhm. Und hat der Bruder gesagt, ja, warte nur, hat eine Zigarette angezündet, der Mann, und mein Bruder ist gekleidet, Talar, Droschette und dann ein Mantel. Auch. Und sie sind nach der Kirche gegangen. Dort hat mein Bruder Eucharistie geholt und die heilige Öle. Mit einer Lampe sind sie nach zu den Kranken gegangen. Er wohnte angeblich an den dritten Stadtteil in Jida. Aber der Kranke existierte, aber war nicht krank. Das war eine Auslockung. Man könnte in einen kürzeren Weg gehen, das war durch die Wälder, durch die Bäume. Und andere könnte man herumgehen zu den Häusern. Mhm. Mein Bruder hat diesen kürzeren Weg gewählt. Sie sind mit diesem Jugendlichen nach Jida gegangen. Und unterwegs haben diese Leute vor ihnen gestanden. Zwei Gruppen warteten auf meinen Bruder. Alles ist mit einer Legitimierung begonnen. Ein Polizist oder so etwas hat von ihm die Legitimation, den Personalausweis verlangt. Er hat das ihm gegeben und das wissen wir davon, dass alles blutig war bei ihnen, nur dieser Personalausweis nicht. Das hat ein Polizeimann hier unterwegs zwischen Sombotha und St. Gotthard von der Straße ausgeworfen. Oh. Aber sie wussten das, weil am nächsten Tag war bei ihnen dieser Personalausweis. Aber sie haben gesagt, das hat der Mörder gemacht. Ja. Mindestens waren 4, 5 Leute, aber wahrscheinlich 8. Zwei, vier Gruppen waren. Mindestens so 8 Leute könnten das gewesen. Und mit 32 Messerstichen
habe sie ihn getötet und mit einem Stock oder einem Eisenstock haben sie seinen Kopf hineingehauen. Und nachher auf den Boden geschleudert, meinem Bruder, und auf den Hals getreten. Das kann man auch heute von dem Collar gesehen, das hat man. Und sein Halsgenick ist zerbrochen. Gebrochen. Ja. Und es blutete noch, weil man die Ader hier zusammen geschnitten hat. Hat geblutet und dann mit dem Fuß ergriffen, meinen Bruder, und zu dem ersten Haus geschliffen. Und man wollte ihn in einen trockenen Brunnen hineinwerfen, aber das war so, in der Nacht war das so laut gewesen, dass von diesem Haus der Schäferhund ausgekommen ist, gebellt, sehr stark, und die Frauen sind ausgekommen von dem Haus. Und dann sind die Mörder geflüchtet. In der Aber Dunkelheit. Hat Ihr Bruder keine Gelegenheit gehabt, um Hilfe zu rufen? Oder? Hilfe schon. Er hat schon Hilfe. Das hat man gehört. Aber wusste man nicht, wovon das kommt. Und er wollte flüchten von dieses, wollte hineinrennen in den Wald. Ja. Aber nicht zurück zu dem Pfarrhaus, sondern er wollte unbedingt zu den Kranken. Aber sie waren in Mehrheit gewesen, die Mörder. Er hat keine Chance gehabt. Und wie kann man das verstehen? Haben sich die Leute nicht aus den Häusern gewagt, aus Angst vor der Polizei? Denn wenn ich jemanden rufen höre, dann weiß ich, er ist in Not. Sind ausgekommen. Und hier war früher
ein Weg, wo man in der Kirche gegangen sind an Sonntagen und Feiertagen. Und die Mörder haben meinen Bruder heruntergezogen mit seinen Füßen bis hierher. Und hier haben die liegen lassen, weil inzwischen hatten die Leute von diesem Haus ausgekommen, die Frau und die Tochter. Eigentlich, sie wollten meinen Bruder, er lebte noch, wollten ihn in einen Brunnen hineinwerfen. Der Brunnen war hier dicht neben bei der Hauswand und war ausgetrocknet, not mehr. Also, aber sie könnten das nicht machen, weil die Leute hinausgekommen sind und haben sie meinen Bruder hier liegen lassen. Er röchelte noch. Das war nicht im Szenario gewesen. Sie haben gedacht, sie werden in diese Brunnen geworfen. Das ist alles erledigt, aber das ist nicht so gekommen. Und darum musste man eine sehr große Polizei, wie heißt man, suchte man den Mörder. Doch? Doch, das war lange gewesen, ein Prozess gemacht. Mehrere Prozesse haben sie gemacht. Einen Mann hat man zweimal auf Tode geurteilt dafür. Aber sie haben gesagt, das war der einzige Mörder gewesen. Aha. Alleine hat das gemacht. Und dann zweimal in Tode geurteilt. Und in Budapest hat das vernichtet, die ganze gerichtliche Sache. In drei Sachen haben sie die Polizeiuntersuchung gemacht. Zuerst wollte man eine Frau finden. Das man gesagt, sie wollte zu ihm gehen und der Mann hat darum ihn getötet von Eifersucht. Und haben sie eine junge Familie ausgesucht. Und damals, die Geheimpolizei war auch nicht alles wissend, weil der Mann in dieser Nacht war nicht zu Hause. Er arbeitete, weil seine Schicht wechselte mit einem anderen Arbeiter und war nicht zu Hause. Und ihm wollte man den Mord in die Schuhe schieben? Man hat ihn zur Polizei mehrmals in die Polizei gerufen und so weiter. Waren das gläubige Menschen, diese Familie? Gläubige Menschen, ich habe ihn gekannt. Ja. Er ist gestorben, ich habe ihn beerdigt. Die Frau lebt noch. Die Frau war auch in der Polizei gerufen, mehrmals. Und dann ist dieser Mann gekommen, der ist zweimal zu Tode geurteilt. Hatte einen Bruder gehabt, er war Priesterkandidat. Noch im Gymnasium war er, ein Spätberufener. Und man hat bei der Polizei gesagt, von Rache hat er meinen Bruder getötet. Dann ist dieser Mann zurückgekommen, hat Schmerzensgeld bekommen dafür. Und dann 8 Jahre lang haben sie keine Mörder gehabt. Und nach 8 Jahren haben sie diesen Jugendlichen, diesen 17-Jährigen, herausgeholt. War auch in Kerker gewesen, im Gefängnis gewesen, in Budapest. Und von dem Gefängnis hat man ihn geholt und hat man gesagt, du hast den Priester getötet. Und er hat geantwortet, das hat er selbst erzählt. Er hat gesagt, ich habe nicht getötet. Doch, er war dort gewesen, das ist sicher. Er hat gesagt, ich habe nicht getötet.
Und man hat bei der Polizei ihm gesagt, Tibor, das ist, war sein Name. Taufname, mhm. Tibor. Entweder schreibst du das unter oder siehst du, bei dem Gang ist ein Fenster offen, ah. Wirst du dort aufspringen. Und er hat das untergeschrieben. Oh. Und diese einzige gerichtliche, das existiert noch. Mhm. Aber man hat die Mörder nie gefunden? Das nie gefunden, erfunden schon. Oder das nie war, finden das wollen. Das könnte man bei der Polizei. Mhm. Also in diesem Jahr, das ist der 50. Todesjahr von meinem Bruder Janusz, war ich in St. Gotthard gewesen, mhm. bei der Kapelle. Dort kam ein älterer Mann zu mir und hat gesagt, Herr Pfarrer, ich weiß, wer die Mörder waren. Ich habe geantwortet, sagen Sie. Und er hat 4 oder 5 Namen genannt, war dieser Polizeibeamte, war diese, wie heißt die, die Untersuchung, die Sachen bei der Polizei, wie heißen diese? Kriminal. Kriminalbeamte. Zwei oder drei Kriminalbeamte und 2 oder 3 Parteisekretäre waren. Und ich habe gesagt, no, ich kenne noch einen. Das war ein Geheimpolizist von Szombathely, war zuständig für die Sachen von Priester. Er war mhm. ganz sicher dort. Mhm. Das weiß ich ganz sicher. Und aber die können wir nicht nennen, weil sie gerichtlich sind sie nicht. Leben diese Menschen noch? Nicht, die meisten nicht. Nicht mehr. Den man an Tode geurteilt hat, der lebt noch. Er ist 80 Jahre lang, mhm. 80 Jahre alt. Glaube ich, 80 Jahre oder 90 Jahre. Er lebt noch. Er lebt nicht unweit von dieser Gedenkkapelle in St. Gotthard. Er kann das sehen. Und er war auch ganz sicher dort gewesen. Aber niemand hat gesprochen. Diese Jugendliche hat immer gesagt, ich fürchte mich. Ja. Ich noch leben, die mich das gesagt haben, dass ich auslocken mhm. darf. Ich fürchte mich. Und ich verstehe das, weil die Mutter dieser Jugendliche ja. war auch getötet. Er hat einen Rübenfeld gehacken ja. und dort hat ein Schuss, die Grenzwache, von dort ist eine ja. Grenzwache-Kaserne und mhm. ein Schuss hat gekommen und in den Herz gekommen. Und wann wurde diese Mutter getötet? Das war nach nicht ganz ein Jahr danach. Oh. Sie hat davon gesprochen. Das war zu gefährlich. Das war gefährlich gewesen. Davon gesprochen bei den Frauen, dass ihr Sohn mit blutigen Hosen und Socken nach Hause gekommen ist. Und dann musste er sterben. Und ich verstehe das ja. ganz gut, dass er nicht sprechen wagte. Und die anderen Mörder, haben die ihren Bruder persönlich gekannt? Die dortige schon. Schon. Die meisten gehörten dort. Aha. Die meisten. Ja. Die haben schon. In dieser Zeit waren in Ungarn 5 Priester, wie ich gut weiß, 5 Priester getötet. In verschiedenen Teilen von Ungarn. Also Ungarn hat viele Märtyrer. Ja, ja. Aber diese Sachen, das waren geheimlich gemacht. Ja. Und hier in diese, bei meinem Bruder ja. war das aufgeflogen, ja. weil die ja. Leute hinausgekommen genau. sind. Und als die Leute zu dem Bruder rauskamen, hat er noch gelebt? Hat er noch gelebt. Dann sind der Mann, er ist aufgewacht, die Frauen haben ihn geweckt und ist nach St. Gotthard gegangen
zu dem Arzt, zu dem Pfarrer und zu der Polizei. Zum Ersten kam der Arzt. Und wie lange hat das gedauert? Das ist eine Stunde, eine gute Stunde. Und der Arzt hat schon gesagt, das ist nicht mehr zu tun bei ihm. Aber er hat noch gelebt, Janusz? Dann nicht mehr, ich glaube nicht mehr. Aha. Und dann kam der Pfarrer, er hat die Eucharistie zu sich genommen und die heilige Öle und mit heiligen Ölen meinen Bruder versalbt. Ja. Und die Polizei kam nur morgen. Man hat gesagt, bei der Polizei war eine nächtliche Zusammenkommen und sie haben gegessen und trinken. Und getrunken. Und dazu gibt es ja den Ausdruck Schlachtmahlfest auf Deutsch. Ja. Einer dieser Männer soll gesagt haben, wir waren bei einem Schlachtmahlfest und konnten nicht früher kommen. Ja. Ja, ja. Und nachher haben sie nach St. Gotthard gefahren und haben den Pfarrer von St. Gotthard geholt, den Arzt, und haben sie geständigt die Polizei. Und der Pfarrer und Arzt hat ausgekommen, Polizei ist nur morgen ausgekommen und war ein Polizist einen Tag lang hier gestanden bei meinem gestorbenen Bruder. Hinter mir ist eine Scheune und eine Scheunentür und hat man ausgehackt, diese Scheunentür, und darauf hat man meinen Bruder obduziert hier. Sie haben uns vorhin schon angedeutet, dass dieser Opfertod Ihres Bruders eigentlich auch eine große Prüfung für die Eltern war. Ja. Dass Sie sehr getroffen waren von diesem Tod. Vielleicht auch können für Sie den das Bischof war das. Das war eben das Ziel gewesen. Man wollte die Bischöfe und die Priester einschüchtern. Das war das Ziel davon. Na, und dann kam die Beerdigung bei der Salesianerkirche hier. Meine Brüder hatten eine Gruft dort für zwei, aber für die Eltern. Und da kam Janusz hinein, dorthin. Der Bischof beerdigte Janusz. Und die war voll, die Kirche war voll, Assistenz, viele Priester. Und eine Stunde müssten wir warten. Man holte nicht Leichnam von Janusz. Man hat das nicht geholt. Und einige Leute in Zivil, ich glaube, sie waren Polizisten, haben gesagt, gehen Sie zu Hause. Heute wird nicht Beerdigung sein. Wird man nicht holen, das Leichnam. Und wo war der Leichnam? Das war in St. Gotthard gewesen. Und dann eine Stunde hat Bischof, alle Leute eine Stunde, und dann hat man den Sarg geholt. Ja, und beide Eltern haben noch gelebt, waren also beim Begräbnis anwesend. Schon. Und Sie haben vorher angedeutet, der Vater besonders war und schwer getroffen. Ja. Und ist auch bald darauf gestorben. Nach 3 Jahren. An Krebs. An Krebs. Gestorben. Na, und dann sollte nicht von Janusz sprechen. Im Seminar in Jür hat man ein Bild von Janusz ausgestellt auf dem Flur. Und dann sind Leute von Budapest gekommen, vom Kirchenministerium, und haben gesagt, was sucht dieses Bild hier? Das müssen sie wegstecken.
beseitigen. Muss beseitigt auch, werden. Auch hat man eingeschüchtert die Leute in diesen Dörfern. Sie waren sehr eingeschüchtert. Bis 40 Jahre lang. Jetzt sehr, sprechen sie aber sehr vorsichtig. Noch immer. Noch immer. Heute noch Heute immer. Heute noch immer. Sehr vorsichtig. Glauben Sie, ist es heute noch immer gefährlich, nein. darüber zu sprechen? Nein, nein, nein. Denn die Leute sind ja schon alt, die irgendwie das etwas... Das ist in den Knochen. In den Knochen. Liegt das, ja. Ja. Das ist nicht mehr gefährlich. Dann in 89, als diese Wende gekommen ist, dann könnte man nach St. Gotthard fahren, sind wir zwei Priester nach St. Gotthard, zu dem Bürgermeister von St. Gotthard. Wir haben gesagt, dann habe ich das Ort am ersten Mal gesehen, nach 40 Jahren, wo er gestorben ist. Und wir haben gebetet, wir wollen ein Holzkreuz aufstellen. Der Bürgermeister hat gesagt, natürlich, warum nicht eine Kapelle? Und ich habe gesagt, Kapelle, das kostet viel, das Millionen kostet das. Das müssen Sie als Stiftung machen, hat er gesagt. Die Kapelle ist, ich glaube, 1995 aufgebaut, hat man eine Stiftung gemacht, die zwei Pfarreien und die Gemeinde von St. Gotthard eine Stiftung gemacht und davon könnte man nach zwei Monaten diese Kapelle aufbauen. Das ist eine Gedenkkapelle und jedes Jahr zweimal sind große Messen in dieser Kapelle und die Gemeinde feiert Heilige Messe in jedem Monat um 13. Und dazu kommen noch Gruppen von verschiedenen Teilen von Ungarn und auch von Ausland und sie feiern hier aus auch Heilige Messen. Auch von Österreich kommen Leute, von der Slowakei, von den Siebenbürgen, wo man meinen Bruder kennt. Und nachher haben wir die Seligsprechungsprozess eingeleitet. Das ist einmal in Rom gewesen. In Rom hat man Nihil Obstat gegeben. Wir können wir das vorantreiben. Ja. 5 Jahre haben wir vergeudet, kann ich sagen. Aber jetzt, in diesem Gedenkjahr, wollen wir beenden die Sache und nach Rom schicken. Schön. Italienisch übersetzen und nach Rom schicken. Und wenn Sie jetzt hier sitzen als Bruder eines Märtyrers, hätten Sie jemals geahnt, dass Ihr Bruder zu so einem heldenhaften Tod fähig wäre? Das habe ich nicht geahnt. Mein Bruder war sehr entscheidender Mann gewesen, ein geschickter Mann und ein vorschriftlicher Mann, aber das habe ich nicht geahnt. Ja, es ist ziemlich sicher, dass Ihr Bruder bald viel bekannter sein wird, dass dieses mit Märtyrerblut getränkte Gewand einen Ehrenplatz bekommen wird. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen näher erklären. Ihr Bruder war ja unterwegs, um einen vermeintlich Sterbenden mit den Sterbesakramenten zu versorgen, hat also in dieser Bursa das Allerheiligste mit sich getragen. Man hört, dass er auch versucht hat, das Allerheiligste zu schützen und dass deswegen seine Hand völlig zerstochen war. Deswegen auch zu Recht der Ausdruck der ungarische Tarsitius.
Vielleicht können Sie uns ein bisschen mehr über dieses Detail erzählen, das Allerheiligste auf seiner Brust, während er mit Messerstichen gemartert wurde. Ja, die Geschichte war rekonstruiert, weil niemand da war, der davon sprechen wollte. Von hinten her hat ihn ein Mann gehalten, die zwei Hände, und sie könnte nur so sich und der Allerheiligste schützen. Und die zwei Hände, die innere Hände, waren mit Messer geschnitten. Ach. Viele Geschnitte waren bei den Händen gewesen. Und als er nicht mehr sich schützen konnte, hat man den Kopf mit einem Stock hineingehauen. Der hat Kopfbrüche gehabt. Und als er nicht mehr sich schützen konnte, dann hat man von seinem Hals der Allerheiligste herausgerissen und nebenbei geworfen. Das war schon dort, wo man ihn gefunden hat. Neben ihm lag das heißt, die Allerheiligste. Sogar den Herrn wollte man ihm rauben, noch in seinem Tod. Ich weiß nicht, vielleicht wollte ihn schänden oder so etwas machen, aber sie könnten das nicht, weil die Leute von dem Haus ausgekommen sind. Und sie flüchteten. Und darum könnten nicht mit den Allerheiligsten etwas zu tun. Das heißt, der Allerheiligste ist in dieser Burse geblieben und der Pfarrer von St. Gotthard hat das zurückgeholt nach St. Gotthard. Und mit diesem Öl, was drinnen war, hat meinen Bruder besalbt, geölt. Das heißt, das Öl, das Ihr Bruder für diesen vermeintlich Sterbenden mitgenommen hat, wurde verwendet, um ihm die Sterbesakramente zu spenden. Ja. Glauben Sie, hat er selber so etwas für möglich gehalten? Oder geahnt? Geahnt schon. Viele Priester waren eingekerkert damals. Man musste damit rechnen. Das musste man mit rechnen. Damit habe ich auch gerechnet. Mein Bischof hat mir gesagt, du wirst jetzt Religionsunterricht erteilen, aber gib Acht. Das ist gefährlich und ich kann dich nicht helfen, wenn du so etwas gemacht hast und gesagt hast. Und dann habe ich geantwortet, was ich mache, dafür werde ich Verantwortung tragen. Das heißt, man wusste, niemand ist im Ernstfall da, um einen zu beschützen zu helfen. Nein, könnte nicht, gar nicht. Wenn wir jetzt in Erwägung ziehen, Ihr Bruder ist im Himmel mit der Märtyrerkrone gekrönt. Haben Sie schon irgendwelche Rückmeldungen bekommen, dass er als Fürsprecher im Himmel für die Menschen Gnaden erwirken konnte? Wurde Ihnen schon etwas zugetragen? Ja, das ganz sicher. Ja. Das war schon in dieser schwierigen Zeit, dass ich nicht mehr erleidet habe. Das war auch von ihm gekommen. Führen Sie auf seine Fürsprache zurück? Ja, das glaube ich. Und manchmal spreche ich mich ihm. Ja? Ja. Sagen Sie mir Ihre Sorgen. Ja. Schön. Und die Leute erzählen die, ich habe zu Ihrem Bruder gebetet und mein Gebet ist erhört worden. Können Sie Beispiel viele, vielleicht das erzählen? Es kommen viele Briefe von den Leuten. Das ist ein sehr schöner Brief, was ich persönlich von Amerika bekommen habe, von der USA, USA. War ein nicht mehr junger Mann. Damals war ein Jungverheirateter und er hat nach Westen geflüchtet.
Das war eine Revolution gewesen. Die Familie ist vorgegangen nach Österreich und er ist nach Pfarre von St. Gotthard gegangen zu meinem Bruder und hat gesagt, ohne Abschied werde ich nicht gehen. Ich bin da, von Ihnen zu abschieden. Und mein Bruder hat gesagt, gut, dann hier ist mein Motorrad. Du kannst damit nach Österreich fahren, 5 Minuten und du bist durch die Grenze. Und der Mann hat gesagt, nein, Herr Kaplan, ich weiß, wie Sie lieb haben, dieses Motorrad, ich werde das nicht wegnehmen. Und der Bruder hat geantwortet, nimm nur ganz ruhig, uns werden Sie getöten. Das hat er gesagt. Das heißt, er musste irgendwo gespürt haben. Er ahnte schon etwas. Ja. Ja. Und wie lange vor seinem Tod war das? Können Sie das? Das war in November, Dezember 56. Aha. Und nach einem Jahr, ein Jahr ist er gestorben. Und wenn man jetzt denkt, dass wir erst das Fest des heiligen Stephanus gefeiert haben, der für seine Mörder gebetet hat, vielleicht darf ich Sie doch fragen, wie ist es für Sie als Bruder eines Märtyrers gewesen, als Sie von seinem Tod gehört haben? Kann man da gleich verzeihen, auch wenn man Priester ist, schafft man diese... Ja, wissen Sie, das ist das Problem. 50 Jahre lang könnten wir davon nicht sprechen. Damals hat man gesagt, das war kommunistische Polizei. Meine Eltern haben auch damals gesagt, sie interessieren nicht dafür, wer der Mörder war. Sie wollten das ist war uninteressant für sie. Weil sie haben gesagt, meinen Bruder kann niemand zurückgeben. Ja, ja. Und wer war das? Das war nicht so interessant. Ja. Das alles haben damals gesagt, das waren die Kommunisten gewesen. Mhm. Das haben auch sie geschrieben, weil sie haben immer Berichte nach Budapest geschrieben von der Polizei. Die haben... Teilweise haben wir diese Berichte noch und dort können wir lesen, was damals sie davon gedacht haben und von wo sie gefürchtet haben, dass sie Leute davon gesprochen haben. Und einmal haben sie berichtet nach Budapest, sie müssten den Pfarrer versetzen, weil vielleicht jemand wird in Beichten die Namen, was hier war. Sie haben davon sehr gefürchtet. Das heißt, Sie wussten eigentlich auch nicht zum Beichtgeheimnis, dass dem Priester... Sie wussten davon. Doch. Doch, doch. Ich glaube, Sie wussten davon. Mhm. Ja. Die haben auch provoziert manchmal die Priester mit dem Beichtgeheimnis. Ja. Mhm. Sie wussten davon. Aber doch, trotzdem haben sie gefürchtet. Ja. Ja. So interessant war das ihnen. Ja. Sonst würden sie das nicht gesagt haben. Ja. Wenn ich vielleicht noch einen Gedanken aus dem Tagebuch Ihres Bruders zitieren darf. Mein Herr, du weißt, dass ich kein Glück hier auf Erden suche. Alles habe ich ja auf dich gesetzt. Ich weiß, dass du diejenigen vor Leiden nicht verschonst, denn sie erhalten davon unendlichen Gewinn. Das ist richtig. Also man sieht, Ihr Bruder war seelisch, geistlich
viel mehr vorbereitet auf seinen Märtyrertod, als wir vielleicht uns jetzt ja vorstellen was können. Was wir ahnen, ja. Ja. Und hat sich ganz Gott hingegeben und vertraut. Seinen Primitspruch, können Sie den noch ja auswendig? Vielleicht können Sie den Primitspruch unseren Hörern noch zum Abschluss das zitieren. Das sagen Sie Deutsch. Ja, das ist sehr schwierig. Ja. Der Primitspruch Ihres Bruders ja lautete: Gott führt bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten. Ja, das ist der römische Brief von ja, Römerbrief 8:28. Ein blutiges Zeugnis der Treue und Liebe zu Christus bis in den Tod, bis zum letzten Blutstropfen. Eigentlich ganz unfassbar, wenn man hier nebenstehen darf und dieses blutgetränkte Gewand ansehen darf. Ich denke, es wird uns allen und allen Zusehern, die jetzt am Bildschirm dieses Zeugnis der Liebe sehen können, unaussprechliche Gnaden bringen. Und ich glaube, voll Vertrauen kann man sich in jedem Anliegen an Ihren Bruder wenden, um seine Fürsprache bitten. Und vielleicht darf ich Sie auch bitten, uns und unsere Zuseher mit diesem Gewand noch zu segnen. Ist das möglich? Ja, mit dem Gewand, ja. Ja. Es segnet euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und des Heiligen Geist. Amen. Amen. Ich danke Ihnen.